So, da bin ich wieder. Ja, dass es letztes Mal abgeschmiert ist, lag daran wahrscheinlich, beziehungsweise, dass ich die Aufnahme nicht mehr angezeigt bekommen habe, lag, glaube ich, daran, habt ihr vielleicht gesehen, die Symbolleisten waren da. Das war ab da, wo ich ja gesagt habe, dass ich dieses Update weggeklickt habe. Ja. Darüber hinaus habe ich das, was hier jetzt alles kommt, schon mal aufgenommen. Lediglich hat Audacity nicht aufgenommen. Kann passieren. Sowas passiert. Bloß gut hatte ich noch diesen einen Quicksave. Aber ich kann euch jetzt glücklicherweise sagen, dass wir den Level jetzt fertig bekommen. Ich mache jetzt auch noch mal den Quicksave. Ich bekomme ihn nicht angezeigt. Aber sie hat ihn gemacht. Oder der Emulator hat ihn gemacht. Oder bekomme ich ihn angezeigt und ich... Ah, ich hab's nur nicht gesehen. Weil da unten ist das so hell. Ja, so. Also, der Teil ist jetzt sogar relativ easy. Einfach so. Jetzt sind wir ganz links. Jetzt müssen wir das abtimen. Ich weiß das noch, weil ich hier eben ein paar Mal bei krepiert bin. So, jetzt sind wir drüben. Das deaktiviert lediglich den Kollegen. Was nicht zwangsläufig reichen muss. Deswegen ein weiterer Quick Save. Nein, Lara. Sie sollte eigentlich was anderes machen, aber okay. Wahrscheinlich muss ich dafür von ganz links. Dieses Feuerspeien von denen. Schön, dass diese Dinger. Irgendwo ist es vielleicht ja auch ganz schön, dass diese Dinger transparent sind. Und hier ist noch meine Falle. Haha. Für die, die jetzt unvorsichtig geworden wären. So. Damit kommen wir wieder zurück. Nice. Und das bedeutet, wir haben es so gut wie hinter uns. Wir müssen jetzt das Ding einsetzen. Übrigens, ich bin bei der anderen Aufnahme zurückgegangen. Diese Insektenviecher waren komischerweise einfach nicht mehr da. Ich habe übrigens festgestellt, dass dieser Strahl einfach ungefährlich ist. Und darüber hinaus bin ich auf eine ziemlich bescheuerte Logiklücke gestoßen im Spiel. Da kann mir keiner erzählen, dass man das irgendwie erklären könnte. Es ist einfach nur schwachsinnig. So. Wir müssen einmal hierhin zurück. Wer hätte es für möglich gehalten? Und ganz ehrlich, das, was wir hier jetzt holen müssen, ist eigentlich ziemlich scheiße zu holen, wenn man, also man muss ja quasi jede Ecke einmal durchsucht haben, was bedeutet, man muss auch zwangsläufig mit diesen Viechern konfrontiert werden, mit denen wir selber schon konfrontiert worden, Alter, gegen die wir selber schon kämpfen mussten. Aber diesmal nicht. Diesmal haben wir den verdammten Schlüssel. Das fühlt sich gut an. Ich muss nur noch den Endbosskampf legen. Nur noch den verdammten Endbosskampf. Den machen wir nicht in diesem Part, aber ich glaube, ich kann es in diesem Part vielleicht ja schon mal versuchen gegen ihn. Je nachdem. Weil wir haben ja jetzt noch ein bisschen Zeit. Dadurch, dass ich hier schon weiß, was ich zu tun habe. Schlüssel! Und ja, sie haben Uli-Schlüssel nochmal verwendet. Toll, ne?
Was ich an dieser Stelle kritisieren möchte, dieser Strahl ist jetzt weg. Und dort geht es offenbar runter. Ist, wir mussten scheinbar diese vier Gegenstände besorgen, um den Strahl zu aktivieren. Und den Schlüssel mussten wir auch besorgen, damit wir hier runter können. Wo wir dann zum Endbosskampf kommen, was quasi der Typ ist, gegen den wir schon gesehen haben, der uns abgehangen hat. Und meine Frage ist, wie ist der Typ vor uns da reingekommen, ohne das mit den Steinen da gemacht zu haben? Wie? Wieso mussten wir das jetzt machen? Der muss das doch gemacht haben. Das ergibt keinen Sinn. Eine riesige Spinne mit nur vier Beinen und zwei Armen. Aber ich glaube, so ähnlich ist das mit Spinnen auch, oder? Dass die Vorderbeine mehr so Arme... Nee, selbst dann wären das ja nur sechs. Da fehlen doch noch zwei. Aber okay, wir überschreiben das Spiel. Wir speichern. Gerne doch. Nur noch der Endbosskampf und der Croft Manor und der ist einfach. Also der Croft Manor, nicht der Endbosskampf. Was sich allerdings noch zeigen wird. Oder auch nicht, denn der Emulator hat sich aufgehängt. Nein, hat er... Hat er nicht. Aus irgendwelchen Gründen musste ich mit der Maus einfach nur klicken und dann war es wieder so, wie es sein sollte. So als hätte Windows irgendwelche Probleme gehabt. Ist Audacity denn jetzt noch am Laufen? Ja. Ja, ist es. Höhle des Meteoriten heißt der Level. Und damit ich nicht jedes Mal so verkackt neu laden muss, mache ich jetzt gleich einen Quicksave, weil Quicksaves einfach schneller sind. Es gibt für mich auch keinen Grund, das nicht über Quicksaves laufen zu lassen. Okay, das Ding ist wirklich bereit, uns einfach umzulegen. Vollkommen egal, mit welchen logischen Argumenten wir da kommen. Nee, da können wir nichts gegen machen. Wir müssen das Ding scheinbar echt betäuben. Indem wir es mit Blei vollpumpen. Würde ich mal sagen. Oh.
Okay, das funktioniert so schon mal nicht. Nein! Wir haben scheinbar auch nicht viel Bewegungsfreiheit. Was schon mal ganz interessant zu wissen ist. Warte mal, können wir da einfach hoch? Scheinbar nicht. Aber schön zu wissen. In den Ecken der Räume. Wo sind wir eigentlich hergekommen? Auch wahrscheinlich von der oberen Etage oder so, ne? Ah! Nicht daneben schießen. Bislang ist das Ganze relativ unspektakulär irgendwie. Wie? Das war's? Der ist jetzt schon betäubt? Komm, hol das Artefakt. Okay. Ja, Lara hat sich eher doof angestellt, als dass das jetzt schwierig gewesen wäre. Fuck. Okay, jetzt mache ich einen Quicksave, nachdem ich die Desert Eagle genommen habe. Ich habe keinen Bock, die jedes Mal auszurüsten. Das Scheißding ist jetzt schon betäubt. Schnell das Ding holen. Mit schnell meine ich ausnahmsweise auch mal schnell. Denn sonst ist das Ding innerhalb kürzester Zeit wieder bereit. Und sobald wir weiter weg davon sind, macht es seinen dämlichen Schuss. Es ist wieder betäubt. Das ist bis jetzt gar nicht mal so schwer. Sage ich jetzt noch. Quick Save 3. Ah. Hä? Wie sollen wir denn verhindern, an der Stelle zu sterben? Das Ding verfolgt uns. Alter. Ne? Das geht nicht. Wieso hat er das gemacht? Wir waren doch schon wieder voll nah dran an ihm. What? Wonach richtet sich das denn, ob er das macht? Ist das random? Ist das Glück? Jetzt hat das einfach abgebrochen. Weil er betäubt war. Weil er schon betäubt war. Jetzt kann ich es gleich schon wieder vergessen. Er ist schon betäubt. Ich verstehe nicht, wonach sich das richtet, wann er das macht und wann nicht. Manchmal scheint er es ja doch auch zu machen, wenn er näher dran ist. Und wir können diesem Ding nicht ausweichen. Das ist ja immerhin eine Tatsache. Fuck. Doch nicht so leicht, wie ich gedacht hätte, aber einfach nur, weil das irgendwie ein bisschen random ist. Jetzt hat er uns einfach runtergeschubst, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Na! Oder uns den Weg zu blockieren, ist natürlich auch eine Möglichkeit.
Sammel das Scheißding. Dreh dich. Und lauf wieder zurück. Was soll man denn dagegen machen, wenn er dauernd das macht? Und man da nicht ausweichen kann. Hä? Der ist ja unbesiegbar quasi. Ich begreif's nicht. Wie soll man ihn denn davon abhalten, das zu machen? Und wie soll man Lara davon abhalten, diese Dinger nicht einzusammeln? Oh, das möchte ich sehen. Okay. Er sticht uns so komisch ab. Lara ist mal wieder zu weit gelaufen. Sie ist zu weit gegangen. Das hätte sie nicht tun sollen. Er macht dieses Ding nicht. Das ist gut. Quicksave 3. Nein! Da. Er ist doch betäubt, oder? Lara, nicht zu weit rennen! Warum müssen die auch so positioniert sein, so behindert? Er macht es nicht. Quicksave 3 nochmal. Alter, ich hab schon 2 von den Dingern. Nein! Lara rennt manchmal so scheiße, müsst ihr verstehen. Er nimmt mich wieder richtig hart. Du. Er ist wieder betäubt. Halt bitte vernünftig anhalten, also auf der genau richtigen Distanz. Aber wie scheiße ist das denn auch, dass man genau auf der richtigen Distanz überhaupt anhalten muss? Er hat's wieder nicht gemacht. Nochmal Quicksave 3. Aber jetzt nehme ich besser ein kleines Medipack. Und mach nochmal Quicksave 3. Super. Es läuft gut. Und so scheiße viel Munition hat er bis jetzt gar nicht gefressen. Er ist betäubt. Oh. Damit müsste er jetzt tödlich sein. Quicksave 4. Er müsste nicht tödlich sein, sondern er müsste tötbar sein. Ich sehe ja gar nichts. What? Habt ihr das gesehen, wie Lara gerutscht ist? Ich wusste gar nicht, dass das geht. Nein! Du sollst nicht in den Meteoriten.
Der Meteorit geht dann da wieder rein. Und das bedeutet, dass er ab diesem Moment quasi verwundbar ist. Ich weiß nicht, ob er dann jetzt mehr Munition auch frisst oder ob man ihn einfach nur wieder so viel reindrücken muss, dass er wieder quasi betäubt ist. Das war's. Das heißt, 31 Schuss Desert Eagle, 2 Gewehrschuss, 427 Uzi-Schuss, 923 MP5-Schuss und 10 Harpunenschüsse. Für nichts. Für nichts. Speichern wir. Ich muss jetzt nämlich irgendwie wieder raus. Wir machen hier einen Part mit Überlänge raus. Komm, wir schaffen das. Wir schaffen das in diesem Part. Wir schaffen das. Ich weiß zwar nicht wie. So jedenfalls nicht. Aber wir haben gespeichert. Ich merke gerade, dass ich generell ein bisschen überzogen hatte. Ich wollte denn eigentlich nicht so lange an diesem Bosskampf sitzen. Aber ey, das Ende des Spiels. Das ist das Ende des Spiels. Da muss man das machen. Da muss man manchmal Opfer bringen. Auch wenn ich nicht ganz verstehe, wo das ein Opfer ist. Nein! Alter, diese scheiß Schräge, wo Lara dann meint, sich so und so drehen zu müssen, sobald sie an der Schräge ist. Was soll denn das? Kannst du dich da nicht normal dran stellen, wie an gerade Stellen auch? Seht ihr, das ist sogar schwerer als der Bosskampf. Ich habe mir den Bosskampf schwieriger vorgestellt. Teilweise hat es ein bisschen mehr mit Luck zu tun. Man darf auch einfach nicht wahllos rumstehen, habe ich den Eindruck gehabt. Ist das dein fucking Ernst? Okay, von der Stelle hätte ich vielleicht auch einfach nur springen müssen. Und dann hätte ich es vielleicht noch schaffen können. Jetzt scheitert das echt an sowas. Es ist nicht der Bosskampf, was schwer war. Es ist hier sowas. Warum dreht sie sich dann so seitlich? Oh. An die Leiter. Und jetzt hier wieder hoch. Ich fürchte mal, dass das sein soll. So. So. Du kannst nicht zur Seite. Aha. Und wie ist das dann gedacht? Hä? Sie geht nicht zur Seite. Okay. Sie hätte eigentlich in der Wand sein müssen. Eigentlich. Aber okay. Heißt das, wir haben jetzt die Artefakte? Oh, da oben kommen wir her. Da geht's wieder raus. Speichern. Ich wüsste nicht, wieso ich jetzt nicht nochmal speichern sollte. Im Croft Manor brauche ich keine Speicherkristalle. Also, who cares? Was soll jetzt noch kommen? Außer diesen Insektenviechern. Ich sehe jetzt schon, wie ich diesen Spruch bereue. Was soll jetzt noch kommen nach dem Endboss? Hier oben sollten wir nochmal hin. Das ist so ein bisschen wie nach Nadla. Danach kommt, musste auch nochmal irgend so ein Scheiß kommen. Aber ich sehe schon, was zu tun ist. Einfach die Leiter. Wenn das eine Leiter ist. Diese Kletterdecke, nenne ich es mal. Komm, wir schaffen das.
Wir schaffen das. Jetzt bin ich motiviert. Und dennoch mache ich jetzt lieber einen Quick Save. Über den Quick Save 3 wieder. Okay. Ah. Hier ist so ein Loch in der Decke, einfach so. Ach, das ist durch den Meteoriten entstanden. Der wäre so weiter nach oben noch gekommen, oder was? Ja, und jetzt? Ah, da. Muss man auch erstmal sehen. Hoch. Und damit sind wir zumindest wieder im Freien. Und müssen wieder rein? Quick Save 3 wieder. Nicht, dass das hier jetzt der falsche Weg ist. Ich weiß, ich bin gerade relativ still, weil... Die wollen uns jetzt noch umbringen? Ist das euer Ernst? Glaubt ihr wirklich, dass ihr das könnt? Sie haben Flammenwerfer, also können sie es tatsächlich. Bloß gut, habe ich den Quicksave gemacht. Okay. Die sollen meinen Zorn spüren. Die sollen den Zorn eines Spielers, der kurz vorm Ende von Tomb Raider 3 ist, spüren. Sie spüren es. Er hat mich doch... Der Scheiße hat mich noch erwischt. Na wartet. Ich mach da unten gleich einen neuen Quick Save, so. So. Der Flammenwerfer-Typ kommt noch nicht. Also nochmal Quick Save. Die haben nämlich Munition und Medipack fallen lassen. Ah! Heb das auf. Ja komm, wir können es uns das leisten. Nochmal Quick Save. Das Schöne ist, dass ich jetzt jedes Mal nach hinten springen wollte und sie aber stattdessen zur Seite gesprungen ist. Aber es ist nicht schlimm, weil es hat ja scheinbar gereicht, zur Seite zu springen. Erinnert ihr euch noch daran, wo die Flammenwerfer-Typis nett waren? Das waren Zeiten... Erinnert ihr euch noch daran, wo wir mit den Pistolen geschossen haben und nicht einfach mit den Uzis um uns ballern konnten, wie es uns gepasst hat? Das waren Zeiten. Ich sehe nichts. Wir brauchen Fackeln. Warum machen die nach dem Bosskampf nochmal so eine lange Passage? Die müssten doch eigentlich wissen, dass ihr Boss durchgeknallt war. Oder? Eigentlich schon. Was hat denn der Schalter jetzt überhaupt gemacht? Hat er hier was geöffnet?
Keine Ahnung. Oh, ein Hubschrauber. Jetzt sag nicht, der will uns umbringen. Das Ding geht nicht auf. Oder das ist ein Rettungshubschrauber. Aber habe ich nicht den Schalter gedrückt? Oder ist der um Zeit? Wahrscheinlich. Nee, ich kann ihn nicht nochmal drücken. Hä? Ist hier noch mal irgendwo ein Schalter oder was? Mann, was ist das denn? Das ist doch bescheuert. Jetzt kann ich das Spiel nicht beenden. Wegen sowas oder was? Hier ist auch nichts. Hier ist auch kein Weg rein. Vielleicht hätte ich da auch schon hingemusst. Weiß ich nicht. Kann sein. Da war ich wohl scheinbar schon ganz richtig. Hm. Na, hier. Nee. Nicht mal. Wollt ihr mich verarschen? Da ist dann jetzt der Hubschrauber und ich komme hier nicht weg, oder was? Oder war das tatsächlich um Zeit und man kann das nur einmal machen? Ah, oder wir können hier einfach rüber. Und hepp. Nein, können wir nicht. What? Ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Ich komme hier jetzt nicht raus. Einfach so. Wo soll denn hier noch was sein? Hä? Wieso ist denn das Ding jetzt offen? Ihr wollt mich doch... Natürlich wollte das Spiel mich verarschen. The End. Und wir wussten schon immer, dass Lara nicht von dieser Welt ist. Das haben wir ja gerade gehört. Was auch immer sie da sagen wollte. Da sehen wir jetzt die Leute, die für diesen Scheiß hier verantwortlich sind. Gegen Ende musste das Spiel einen natürlich nochmal richtig verarschen. Mit der Tür, die einfach zu war und dann einfach aufging, einfach so. Wahrscheinlich... Nee, es ergibt keinen Sinn. Das ganze Spiel hat keinen Sinn ergeben und da ergibt das Ende erst recht keinen Sinn. Ich bin einfach nur heilfroh, dass es vorbei ist. Es ist vorbei. Ich muss nur noch den verkackten Craftmaner machen. Und der ist Popel einfach. Der ist so einfach. Oh, das fühlt sich so gut an. Ich bin frei. Frei. Ah, das Bild wieder, ja. Das war zwischendurch auch in der Diskussion, ob es auf meinem Banner landen soll. Letzten Endes ist es aber der Arsch,
den wir da sehen, zurzeit zumindest auf meinem Banner gelandet. Aber ich glaube ohne Brille, oder? Ich weiß es nicht. Ja, komm. 15 Stunden 49, ja, das war die Zeit, die das Spiel berechnet hat. In Wahrheit hat es aber viel länger gedauert. Glaube ich. Ja, das ist mir scheißegal, ich bin durch. Überschreiben. Sicher doch. Schön. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und hoffentlich letzten Mal in Laras Anwesen. Bis dann.